Die Themen, die heute draußen bewegen, sind nicht zwingend Arbeit und Kapital, sondern es sind die kulturpolitischen Themen, Zugehörigkeit, Identität, Heimatlosigkeit. Gehört einfach auch noch mit dazu, dass natürlich wir das Glück haben, dass wir hier in so einer bunten Vielfalt agieren und leben dürfen. Tatsächlich sind wir eine einzigartige Kulturlandschaft im Bereich Buch. Wir haben in einem Jahr so viele Titel wie, ich glaube, nirgendwo anders auf der Welt. Es ist einfach animierend, wenn man hier reinkommt. Wir sind ja Veranstaltungsagentur, haben ein Magazin und sagen kuratierte Buchhandlung, weil wir wirklich jedes dieser Bücher in die Hand genommen haben. Am Sonntag haben wir Edouard Louis bei uns zu Gast, einen jungen Franzosen zur Deutschlandpremiere. Das wird moderiert von Thomas Ostermeier, der ja auch das Stück Im Herzen der Gewalt in die Schaubühne gebracht hat. Eine Art kulturelles Kommunikationszentrum. Man muss nicht nur die Neuerscheinung, die Spitzentitelveranstaltung, die Backlist, Themen sind es, die interessieren, Jubiläen, die man aufarbeiten kann. Ich glaube, man kann das nicht hoch genug bewerten, was die deutsche Verlagslandschaft tut, aber eben auch der deutsche Buchhandel, der wirklich die Titel von heute auf morgen, wenn sie denn lieferbar sind, zugänglich macht. Also das ist schon was.